Ich hätte auf meine Mutter hören sollen. Die hat immer zu mir gesagt, Junge, geh nicht in die Politik, mach was Seriöses. Mach in Gebrauchtwagenhandel. Ja, ja, recht hatte sie. Ich sag Ihnen, das ist kein Zuckerschlecken im Moment für die SPD zu arbeiten. Ja, das wird auch von Meinungsumfrage zu Meinungsumfrage immer dramatischer. Die Stimmung im Willy-Brandt-Haus, die ist so schlecht. Dagegen war der Führerbunker im April 45 ein wahrer Hort der Zuversicht. Naja, Bernd Eichinger will das Ganze ja auch verfilmen. SPD, der Untergang. Ja, aber Bruno Ganz, der hat die Rolle von Franz Müntefering schon abgelehnt. Wäre ihm zu depressiv. Ich sag Ihnen, die Personaldecke der SPD ist dünner als Bill Kaulitz vom Tokyo Hotel. Naja, ich bitte Sie, wer Thorsten Schäfer-Gümbel zum Spitzenkandidaten in Hessen macht, muss schon sehr verzweifelt sein. Als der Fernsehsender Vox. Nein, später vielleicht. Eins würde mich ja doch interessieren. Sie predigen hier laufend den Kinderkriegen. Haben Sie denn selber welche? Wo denn gesehen? Wir führen eine Let-Beziehung. Oho, was denn das? L-A-T, Living Apart Together. Ah, was heißt das auf Deutsch? Ach Mensch, wir führen eine Long-Distance-Beziehung. Er wohnt in Hamburg. Ah, so, und dieses bei Ihnen? Auch Let. Bei uns aber mehr apart als together. Verfolgbar. Wo wohnen Sie denn? Wir wohnen beide in Berlin. In unterschiedlichen Stadtteilen? Nein, in einer Wohnung. Ich denke, Sie führen eine Long-Distance-Beziehung. Ja, tun wir auch. Mein Gott, wie groß ist denn die Wohnung? Nein, also Sandra arbeitet unter der Woche als Controller in dem Betrieb bei Stendal. Ja, und wohnt dann da im Hotel. Und ich... Ich darf am Wochenende mit Münte in die Provinz Wahlkampf machen. Wir kommen nur sehr selten zusammen. Schrecklich. Ja, das letzte Mal, dass wir Sex hatten, da gab's noch die D-Mark. Kommen wir nun gleich zu unserer neuen Sendung Deal Shopping bei Taiwan TV Europa. Ganz herzlich meinen Assistenten Masud. Mama. Und meine Assistentin Shada. Au, au, au. Kusch. Ja. Kommen wir gleich zu unserem ersten Angebot. Ein wahrer Klassiker, das Palästinensertuch. Viel praktischer und viel pflegeleichter als eure Prinz-Heinrich-Mütze. Und ganz einfach mit diesem Kopfkranz auf dem Haupt zu sichern. Oberkatholiken, das hier ist kein Heiligenschein. Nein. Denn auch wir Islamisten haben es faustdick unter dem Kaftan, ne? Kommen wir nun zu einem wahren Muschel radikal islamistischen Mann, dem Stilett Bartschneider Yusuf. Halten Sie Ihre Bartlänge auf praktischen 13 Meter. Nicht so wie unser Maschut hier? Nein. Und werden Sie auf Mittagessen, Opiumpfeife oder Feuer legen. Alles das wird ungefährlich. Und trotzdem sehen Sie immer noch so aus, dass Sie mit entsprechendem Gesichtsausdruck auch im Berufsverkehr ein ganzes S-Bahn-Abteil für sich allein haben. Und natürlich, Dankeschön. Und natürlich ist diese Schere auch praktischer und zuverlässiger Freund in alle Lebenslagen. Masu, bitte. Sie wollen Ihre 13-jährige Tochter noch mal schnell zwangsverheiraten? Kein Problem. Mit der Schere Yusuf können Sie Zuleika ganz einfach von der Heizung durchschneiden. Und ab geht das launige Fest für die ganze Familie. Was sagst du dazu, Masu? Leck mich Arsch, 5 Euro, ich kaufe. Danke, Masu. Und damit dieses Fest auch ein echtes Fest wird, haben wir alles für einen zünftigen Grillabend vorbereitet. Und natürlich grillen Sie auf unserem Holzkohlegrill kein Schweinefleisch, nein, sondern einfach eine Dänemarkpfanne. Wahlweise haben wir auch Israel- oder Amerika-Flagge.
bisschen, Dirnowski. Wir lieben so das deutsche Mittelmaß. Wir sind Dirnowski, wir haben's gern gemütlich. Wir gucken ernst und haben manchmal Spaß. Wir sind doch alle ein bisschen Dirnowski. Wir fühlen uns wohl im deutschen Mittelfeld. Wir sind Dirnowski, wir trennen unseren Müll. Und Otte Köhler, Otte Köhler, so heißt unser Held. Schrankwand in Eiche oder Eichenparkett. Wir leiden gern brav und nett und adrett. Wir duschen nicht kalt, wir baden gern lau. Beim Sex sind wir soft, doch im Auto die Sau. Wir lieben den Buch.